Herzlich willkommen zurück hier bei Game Dev Tycoon. Und wir spielen weiter. Hier wird gerade fleißig trainiert. Research Points hätten wir theoretisch auch noch. Was gäb's denn für ein neues Topic? Law. Also wollte mich. Ja, ich weiß. Ich habe ja immerhin schon einige brauchbare Themen erforscht, aber schön langsam nervt's. Target Audience erforschen wir mal. Das hilft uns beim allgemeinen Gaming weiter. Und dann bleibt theoretisch noch für wen ein Training über, aber. Ist ja die Frage, soll ich mir noch jemanden einstellen? Ich glaube, ich schaue mal, ob da noch ein Publishing-Deal verfügbar ist. Dance wäre da im Angebot, Fashion, Any Topic Action von Lowood, Minimum Score 6. Ich glaube, das sollten wir hinkriegen. Das probieren wir mal. Upfront Pay 90k, 10%, naja. Aber andererseits bringt uns jede Menge Research Points. So, also Action auf PC und was passt besser zu Action als Military, würde ich vorschlagen. Ist doch nicht schlecht. Oder wir machen Werewolf Actions. Oder nee, Martial Arts hatten wir noch nicht. Und mit der V2 Engine. Für Major machen wir das jetzt mal. Und wir nennen es Kung Fu Hose. Jeder, der das nicht versteht, soll mal auf den YouTube-Avatar von XTQM Hose schauen. So. Ja, Medium steht sowieso fest. Wir machen das wieder mit 3D-Grafik. Und dann schauen wir mal, was die Leute hier so anzubieten haben. Die Engine, also das Gameplay, wissen wir, ist einigermaßen wichtig. Die Engine aber auch. Story und Quest brauchen wir hier gar keine. So, Multiplayer wäre gut. Cutscenes brauchen wir keine. Tutorial machen wir auch nicht, Character, also das brauchen wir alles nicht, obwohl die User Experience kann nicht so verkehrt sein. Andererseits, wir kriegen nur 90k im Voraus und brauchen nur eine 6er Sache, also die Linear Story kommt weg. So, wer macht was? Du kümmerst dich ums Gameplay, du kümmerst dich um die Engine und Javier, du kümmerst dich, obwohl nee, Mario, du kümmerst dich um die Story. So, go for it! Alter Ego hat sich schleppend verkauft, aber kein Wunder, das war auch ein mieses Game. Ja, und da pumpen die Leute gleich ordentlich in die Technology rein und die Research Points, die fliegen uns dann nur so zu, das ist fein. So, die Dialoge sind komplett unwichtig bei Action. Das Level Design umso wichtiger und die AI so mittel. Level Editor braucht man nicht, Dialoge braucht man nicht. So, das heißt, du kümmerst dich um die AI. Wer macht Level Design? Ich mach Level Design. Obwohl 106. Nee. Andererseits, ja, das ist nun mal das Wichtigste. Glaube ich. Dann machst du noch die Dialoge. Ich kann mich ja beim dritten Schritt raushalten. Ich habe heute echt eine verschissene Aussprache, aber ich bin noch todmüde. Hab in der letzten Nacht nur sehr wenig geschlafen und diese Nacht wird's vielleicht auch nicht mehr. Steve O'Connell, Report for Planet GG. Ja, wir machen ein Major-Game und wir geben ein Interview. Das sollte uns ein bisschen Hype bringen. So, 3D-Grafik ist okay. Open World brauchen wir nicht, Day and Night brauchen wir. Obwohl Open World für Action könnte nicht schaden, oder? Dann ist jetzt die Frage, was ist... Ja, World Design fahren wir runter, Sound fahren wir ganz runter. So, du kümmerst dich um, obwohl ist Grafik technisch, ne, du kümmerst dich ums World Design, du um das und du um das und go for it. So, und da kommt das Interview raus, ist eines der ersten Games, das sich an erwachsene Spieler orientiert. Und das gibt gleich einen zusätzlichen Hype und das gibt den Leuten auch gleich ein bisschen Aufschub. Ich meine, hier, da seht euch an, wie die Punkte fliegen, das sollten wir auf alle Fälle schaffen, dass das ein 6er Game wird. 40, holy shit. So, die Bugs noch raus und noch das eine oder andere hier. Fällt noch jemandem irgendwas ein dafür? Außer dem Bug, danke. Okay, passt schon. 42, not bad. New Topic, New Combo. Und 3D Graphics Level 2 haben wir schon erreicht. Und wir releasen das Game natürlich auch sofort. So. Und jetzt hoffe ich mal auf eine gute Wertung.
Eine 7, das ist über dem Schnitt, den wir brauchen. Noch eine 7, das ist gut, das heißt, es kann schon eigentlich fast nichts mehr schief gehen. Noch eine 7. Und das hier gibt nochmal eine 7, also ein klassischer 7er Schnitt, das ist gut. Und wir haben 73 Research Points auszugeben. Da können wir uns jetzt ein bisschen was Teures kaufen, würde ich vorschlagen. Ich bin ja immer so der RPG-Spieler, das heißt, ich möchte sie auch herstellen. Marketing wäre übrigens nicht verkehrt, wenn wir das auch nochmal machen würden. Aber ich möchte erstmal den Dialogue Tree erforschen. Strategy Games. Okay, das heißt, wir sollten ein Strategy Game machen. Du machst mir aber trotzdem noch ein Research. Welches Topic gibt's? Achso, Law hatten wir schon. Ich möchte aber Dance erforschen. Da gab es letztens einen Publishing-Vertrag. Und du machst noch ein Research für... Na, geht eh nur. Casual Games, Sequels oder noch ein New Topic. Business. Ich möchte endlich Fantasy und Medieval und solche Sachen. Andererseits Law ist auch nicht verkehrt. Da könnte man auch etwas Nettes draus basteln. Dann erforscht du Law. Und was wäre denn dann das nächste Topic, das freigeschaltet ist? Oh, Cyberpunk. Nehmen wir. Ich weiß schon, was das nächste Projekt wird, aber sowas von. So, Lowood freut sich über das Game. Oder, ja, ist auch gar nicht so schlecht, ich meine. Und ihr seht, bei einer Medium Game mit Publisher verkauft sich das Zeug gleich wie geschnitten Brot hier. Ich weiß nicht, ob wir jetzt ein Strategy Game anfangen sollten. Ne, eigentlich sollte ich mal alle Leute auf Urlaub schicken, damit die ausgeruht sind. Du gehst auf Urlaub. Kannst du mir noch vom letzten Game einen Game Report machen? Danke. Und du gehst auch auf Urlaub, damit ihr alle wieder fit seid. Weil zum einen bringt das hier Research Points. Oh, und bei uns 4 Millionen, das heißt, wir haben uns schon ganz gut gesteigert. Und der Game Gear kommt runter vom Markt, okay. Also, er ist wieder im Lande. Das ist eigentlich das nächste Topic, nur rein interessenhalber. Post-Apokalyptik. Oh Mann, da gibt's lauter geile Sachen, die wir machen können. Das ist doch schön. Aber die Research Points heben wir uns noch auf. Martial Arts and Action is a great combination. Engine is very important. Platform, Action PC is good. Und Major PC is great. Gut, die G3 steht wieder an. Wir nehmen uns wieder eine Small Boost, das heißt, wir sollten aber auch dringend ein neues, was zur Hölle? A very special offer. To play war games. Nee, wir wollen keine Sabotage, das muss nicht dringend sein. Dafür werden wir ein neues Spiel rausbringen. Und wenn nachdem noch immer Strategy dran ist, versuchen wir es mal. Nur was für eine Strategy? Ich wollte eigentlich ein Cyberpunk-RPG machen, aber dann Military Strategy hatten wir schon. Wir könnten mal versuchen, irgendwas ganz Seltsames zu basteln. Piratenstrategie. Zombie-Strategie. Ich weiß nicht, mit was das vergleichbar wäre. Spy-Strategy wäre auch interessant. Hunting-Strategy? Na, ich weiß nicht. Na, ich bin ein bisschen... Ich glaube, wir lassen das Popular-Genre weg und machen gleich ein Cyberpunk-RPG. Die Frage ist jetzt nur... Der PC hat zurzeit 15%... Ja, das passt schon. Und zwar nehmen wir das für Mature. Mit der Demon V2 Engine. Und das Ganze heißt, wie soll es anders sein? Shadowrun. So, und das Ganze machen wir in 2D-Graphics V2. Und los geht's, Leute. Ich hoffe, es gefällt euch. Wir brauchen Story, Cutscene, Save Game. Multiplayer muss nicht sein. Character Progression nehmen wir mit rein. Tutorials von mir aus auch noch. Story und Quest ist wichtig, Gameplay und Engine so mittelwichtig. Und los. So, 1,9 Millionen. Na, das ist doch schön, wenn wir die ganzen 2 Mille bekommen hätten und nicht nur mickrige 10%. Better Dialogues nehmen wir mit. Level Editor ist immer schön bei einem Rollenspiel und da brauchen wir ordentlich Dialoge.
Das Level-Design ist aber auch wichtig. Die AI ist nicht so wichtig. Wir teilen das jetzt mal so auf, würde ich sagen. Na, und da fliegen die Punkte. So, und Shadowrun wird jetzt auch einen kleinen Hype generieren, habe ich so ein Gefühl. Zwar nur einen kleinen, weil es nur unser eigenes Spiel ist und nicht von dem Publisher. Schauen wir mal, wie viele Leute da kommen. No, 70.000, das sieht man gerne. Und da haben wir auch gleich Hype 31. So, Day and Night Cycle nehmen wir mit, die Sounds passen. Das World Design ist, glaube ich, wichtiger als die Grafik bei Rollenspielen. Und der Sound sollte aber auch stimmen. Es gibt kein Game Gear mehr, das ist fein. Und der Hype baut sich langsam aber stetig auf. Und dafür, dass wir hier unser eigenes Spiel machen. 18 Bugs, seid ihr wahnsinnig? Was patcht ihr denn da alles rein? Schaut mal, dass ihr das Zeug wegkriegt. 40, 41, kommt schon. Ich schaue noch, sobald der Hype auf 45 ist oder wie er gesunken ist, sollte ich es rausbringen. So. Jetzt. Und es ist ein Bug drin, na super. Aber doppelt neuer Rekord. New Topic, New Combo. Das sieht doch schon gar nicht mal so schlecht aus. So. Sehen wir uns die Sache doch mal an. Was die Reviews sagen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Eine. Yeah, eine 10. So wollte ich das haben. Und eine. Auch nur eine 8. Komm schon, Game Informer. Eine 9, okay, das heißt, da wäre ein glatter 9er Schnitt. Und ja, eine 90. Damit können wir auf alle Fälle leben. Wir haben auch wieder 44 Research Points. Das bedeutet, wir werden auf alle Fälle. Was werden wir denn machen? Ja, 2D Graphics V3, das wäre was, aber so viel haben wir natürlich nicht. Sound wäre gut, Branching Story wäre gut für unsere RPGs. Wir forschen aber erstmal Casuals. Wir erforschen noch hinterher, was gibt's für ein New Topic? Das Post-Apocalyptic. Und wir schicken dann noch die Leute auf ein kleines Training. Und zwar, du bekommst Code Incomplete spendiert und ein Training geht dann noch für dich. Und zwar, du kriegst das Ausgeglichene. So, ich bin gespannt. Verkaufszahlen Rank 10. Das geht doch ganz gut, würde ich sagen. Der Surprise Hit of the Year ist Shadowrun bei Darknet. Na, das freut mich doch. Also hat sich das ausgezahlt hier. So, Casual Games ist completed. Ich hätte noch ganz gerne einen Research Point, damit ich hier meine Chefin hier mal auf, ja, auf Schulung schicken kann. Die könnte das nämlich auch vertragen. Ah, wir haben ein neues Spiel zu entwickeln, aber ich schaue mich nochmal nach einem Publisher-Deal um. Hunting, any genre, 7er Score. Oh, ob wir das schaffen, ist die Frage. Dungeon Casual kann ich nicht. Da möchte ich nicht auf dem Master-Ding. Ein Fashion-Adventure mit Score 7. Das solltet ihr mir aber mal zeigen, ihr. Nee, 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 nee. Da entwickeln wir lieber selbst. Beziehungsweise, ich überlege gerade, wir könnten natürlich auch. Ach so, warte mal, kannst du mir im Übrigen? Ja, du. Kannst du mir? Nee, ich wollte eigentlich nicht Alter. Researchen, sondern. Ach so, kann ich nicht. Ein Game Report. Doch, kann ich. Über Shadowrun, einfach weil es so erfolgreich war, dann wäre es gut zu wissen, was da los ist. Und jetzt haben wir auch noch den Punkt, das heißt, du kannst ins Training wandern, denn die habe ich bisher noch kaum gefördert und du kriegst Game Design for Pirates nochmal gesponsert. .000, das ist, und 1,2 Mille, das ist echt nicht schlecht für sowas. Gibt es Contract Work für den Rest des Teams? 3,16, das wäre zum Beispiel überhaupt kein Thema. 37, 35, 3, 26. Das könnt ihr ja mal machen in der Zwischenzeit. So, der Game Report. Cyberpunk und RPG is a great combination. Engine ist nicht important. Okay, gut das zu wissen. Dann schrauben wir die beim nächsten Mal runter.
Währenddessen wird hier fröhlich gearbeitet. Es sollte sich ausgehen, dass wir den Contract erfüllen. Und haben wir noch eine Contract Work? Wie gesagt, das bringt Research Points. Ich meine, das da ist ein bisschen unschaffbar. Das ist überhaupt kein Problem. Das können wir mal eben schnell runterreißen. Eine Library Software. Ist ja auch nicht verkehrt. Mal ein bisschen umdenken. Das hilft für zukünftige Projekte. Haben wir noch was in Contract Work, was wir schaffen können? Setup Computers, install Microsoft Boss. Ja, einfach weil Spaß macht. Ich meine, das kann ein dressierter Affe mit geschlossenen Augen. Selbst damals ging das schon so. Ja, for the quick work. So, aber wir sollten trotzdem wieder ein Spiel entwickeln, würde ich vorschlagen. Und zwar ein postapokalyptisches. Ja, ist die Frage. Machen wir auch wieder Rollenspiel draus? Oder heben wir uns das für das nächste Game auf und versuchen jetzt wieder mal was Spannendes, ob das irgendwie funktioniert. Achso, ja, ich wollte die Hunting Simulation mal probieren auf dem PC. Sollte ich auch für Mate. Na, das mache ich für Everyone, ist ja Hunting. Mit der V2 Engine. Und das Ganze heißt Beer Hunter. So, und an diesem Punkt würde ich sagen, unterbrechen wir und dann sehen wir beim nächsten Mal was aus. Achso, das mache ich noch kurz. Wir machen das in 3D. Und dann sehen wir, was aus Beer Hunter so wird. Also, ich würde sagen, das war's für heute. Macht's gut. Bis bald. Euer Chris.